Hallo und herzlich willkommen für We Leave Games. Sie schaut drüber nach wie für ein paar Bijou und sie fahren an High Angel Labs. Ziemlich cooles, wo ich für einen 3D-Strom gestoßen bin. Das handelt sich um Cosmotier. Das empfängt so ein Art bei der Gesiedelung. Bisschen speziell. Mehr eine ganz wichtige Information ist gratis. Jo. Die autrische Scheren, die braucht neben seinem Account, neben Score nicht, die lädt einfach vom Hersteller direkt drauf und die können direkt spielen. Das ist inzwischen auch ein bisschen an der Entwicklung, den Typ mich da doch anscheinend allein. Mich hat schon 2 Jahre, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das sind solche kleinen nische Dinge, was aber wirklich immens viel Spaß macht. Also ich hatte so bestimmte, das muss ich nicht lehren, bestimmt so 8 Stunden durchgespielt. Ich muss so mit der Zeit. Wurde noch ein bisschen alles schon gemacht und dann warten natürlich darauf, dass ein Entwickler ein bisschen Apps mischt. Mir auf jeden Fall ziemlich cool. Stellen sich auch direkt ein bisschen 4. Just kurz gucken. Genau, die hat 2 verschiedene Möglichkeiten am Anfang nach. Entweder mal der Bounty Hunter, weil der ein bisschen Kampagne soll sehen, ne? Bisschen für Fortschritt ein bisschen weiterspielen. Und die hat eben Creative Modus, an dem sie einfach könnte ein bisschen defolieren. Ich meine aber nur Bounty Hunter, für das so ein bisschen gesehen, wie das Spiel sowas. Ja, das ist das nächste Bildschirm. Die gesehen hier, die hat ein generiert ein Minimap. Du siehst da pure Punkte, das sind sich Falten. Und dir selber, Chef, aus und sich hier. So fängt er mal an. Die können doch low, also überall zu der Credits stehen. Oder. How to play oder auf jeden Fall kriegt er eine andere kriegt er die ganzen Dinge hier rangesagt, das heißt, die kriegt auf jeden Fall ein ganz kohärenten Tutorial, das er am Anfang nicht verpasst und ich sehe nie, was vor das, weil die kriegt nie Feinden, die ich komplett zerstören, ohne dass er wisst, was überhaupt noch geschieht ist. Ja. Der tut so als Chivalus, ein bisschen weit weg, das hat immens hart. Der tut so als Chivalus sehen, die sieht hier, die hat Personal am Schiff. Ja. Ihr könnt und sich alles, was da am Schiff gesehen, komplett editieren. Wenn ich an den Baumodus zum Beispiel gehen, gesehen da, dass der High Korridoren hat. Ich baue mal ein bisschen Apps Mühe, gerade 25.000. Die stecken zum Beispiel High, er Schiff, erweitern, wieder das gern hat. Ich muss jetzt nur kurz überlegen, weil ich da noch ein bisschen will, ist von High. Weil die gesehen hat zum Beispiel innen oder Schubdüsen, da hat er natürlich einen Bereich, den da nicht soll, die also wo der nicht könnte abbauen, hier könnte auch nicht abbauen, weil eben Düsen verhindern da. Die muss natürlich ein bisschen Platz dafür, dass der Schub rauskommt. Dann haben wir da verschiedene Möglichkeiten und Waffen. Wir haben hier normale Laserwaffen, hier, das sind Small Laserwaffen drauf. Gehen natürlich noch manche andere Sachen, ich habe mir Electro Bolt. Lassen sich die Laserwaffe ein bisschen mehr groß sind, wobei ich so muss, die gefällt mir immens gut, weil wenn sie bis 3 Mal einem anderen Schiff ob Singwaffe schießt, dann geht die B-Mol nicht mehr, weil sie einfach elektrisch ein bisschen durchgehen ist. Ich setze aber nur mal eine ganz normale Laserwaffe drauf. Die sieht auch direkt, halt Personal bewegt sich dahin, die braucht immer Personal, den drauf schafft. Sie gehen da auch los, so Energiekern an der Reaktor heißt sie schön. Aber ich mal tun wir was, wie kriegen wir was? Ah. So. Die Gesichter die gehen energiesichern und bringen das da hin. Wenn ich bei feindlichen Schiff gehen und anfangen zu schießen, da verlieren die halten Ladungen. Obwohl ich nicht weiß, heißt die Feuerstreifen, ich würde stark unter das Feuermol können schießen, dann ist die Batterie idle. Da gehen üblich Personal, was man nicht zu denen wird, geht dann eben energiesichern und bringt das da hin. Genauso für die Schubsachen, die gesieht hier Schuppe durch so Energiedinger drin, also alles, was so Giel drin hängt. Also ich muss probieren, das Schiff ein bisschen so zu bauen, dass das Personal immer schnell auf der Platz ist, wenn nur der Mann ist. So, für die Sache ein bisschen interessant zu machen. Weil die hat nicht nur Energiewaffen, die hat 3 Energiewaffen und 3 Projektilwaffen. Die hat engerweise die Klanglaser, Mittellaser, die ist immens gern und die muss ich auch noch drauf bauen. So, ist halt auch nicht super sexy und nicht so wie in den Zoltbau vielleicht, weil ja, egal, das sind mit Purpose, viel zu weisen. Und die hat hier so ein Laserwaffe, die wirklich, wirklich cool ist. Das ist einfach ein konstant Streif, die ich am Funk durch die Gegner bohrt. Und die hat hier eben Projektilwaffen, Klang, groß, die sieht auch schon wie massiv da das. Und die hat hier sogar Missile Launcher. Die könnt ihr auch drehen, bei Missile Launcher wäre zum Beispiel, könnt ihr auch einer setzen auf Zeit und dann schießen Missiles raus und gehen automatisch auf den Feind drauf.
Dann holen wir natürlich eine Kategorie für zu bauen, also Ammo Factory, a Missile Factory. Das muss man natürlich bauen, wenn er dann Projektilwaffen hat. Die braucht doch sonst nicht, also das ist nicht viel Management für Ressourcen und so weiter im Spiel, das wird geschützt, bis beim Geld zu tun. Und beim Energie eben. Schiff braucht die Energie für allerlei Sachen, wie zum Beispiel die Ammo Factory oder so weiter. Die statistische Energie hier. Defense, die hat Schulter dran. Wobei der Gesicht, die geht auch, siehst du, wo die blaue Streifen los ist. Die muss das irgendwie so bauen, dass das klappt. Weil zum Beispiel kein, das ist los, so doch immer. Was geht das nicht? Eier, wenn es dem. Ist der Schubdüse heim. Ich könnte nur zum Beispiel so eine bauen und so eine bauen, da kann ich sicherstellen, dass ich für Schild drauf aus. Wobei Schild auch, die Gesicht innen an dem Block, ich kann auch schlecht mit der Maus abweisen, weil die nicht gebaut ist. Mir tut da 6 Ks, natürlich, sie bringen 6 Energie dahin. Wenn Schild 6 Mal von einem Sticken getroffen wird, da geht Schild aus. Außer er arbeitet, da bringe ich schnell genug Energie rüber zum Schild. Das ist ein bisschen das Management-Teil. Feuerlöscher, Point-Defense-Systeme für Raketen aufzuwehren. Die sieht aber alles braucht Energie und Personal. Also immer ein bisschen aufpassen. Und eben die Feuerlöscher, die muss schon her damit tun. Und Ammo. Armor. Genau, ich will ein bisschen mit Armor auskleiden. Dass sie noch einen Punkt liegt, die nicht so schnell, die nicht so schnell den Gegend abgehen. Ich meine, hallo. Also nein, schön ist, ich habe ein bisschen Apps, was funktioniert. Ich habe gesehen zum Beispiel, generiert gesehen, Energie, also im Limit. Wir raschen da so plus mehr aus. Was hier so gibt als grob Vierstellung, so, ne. An der Hotel Crew, Minimum 8, CT, Lomol, gibt auch gute Mann damit, dann funktioniert nicht viel. Recommended 21, ich meine, guck mal, Quarters. Jetzt mal Quarters auf Hainer. Gesehen, da haben wir zum Beispiel Loma 20 Crewmitglieder. Hier seht ihr, hallo 21, später das Milo. Ah, komm. Muss ich mal gut equipped. So, Doors könnt ihr auch Insel setzen. Hi. Für 2 haben wir kurz zu machen. Obwohl, du gesehen, das kostet direkt 200 Credits sein, ne? Kann man schon halt Geld gehen. Dann hier seht ihr, hier sind die Kehre für Energie zum Reaktor und Storage selber. Könnt ihr zum Beispiel hier oben hinsetzen. Und da wäre zum Beispiel hier immer, wie viel sind da dran? Keine Ahnung. Schildvoll genug. Da könnt ihr immer hier füllen. Aber wenn ihr wirklich ein Kaffee aus der Kanone rausballern sollt, können sie automatisch den heute kurze Wege für das Schnellraketen, für das Schnellwaffen nutzen, nur mit Energie. Und nur daheim noch verschiedene Strukturen, die ihr bauen könnt. Hier, ohne Apps, großartig, das ist ein Rassist. Eine Plattform, wo sie drüber trippeln, ohne dass sie wirklich viel machen können auf der Plattform. Wobei die Plattform Tisch wirklich schnell footy geht, ja. So wirklich krass. So, machen wir im Wäsch. Füllen wir nicht. So, dann haben wir Lob, die Falle bis Snaps, ob da um Schiff drop. Fei. Holen wir gut kein Geld mehr, gesehen aber. So schnell kann es gehen. So, aber dann fängt es nochmal an. Jetzt überlegen wir, was wir da mit dem Schiff heim machen. Also, bauen wir raus. Wir sehen, ob der Minimap generiert ein paar Punkte und da zoomen wir mal ganz raus. Und ich bewege mein Schiff. Ich sehe auch, wie das ein bisschen ausgesagt mit den Schubdüsen. Ich kann noch eine Zeit über links frei wählen, ganz los, ganz schnell, erfähre sie dafür einmal. Ich sehe doch mal, wie weit mal kommen sie schon. Dann sieht er, er geht nur Vollgas, nur bremsen los schon. Ah, okay, bremst haben wir schon da sehen. Ich muss immer überlegen, die braucht aber ein paar Schubdüsen. Ich weiß nicht, wie gut das simuliert, dass wenn du kein Schubdüsen noch viel hat, ob das Ding überhaupt nicht von der bremsen soll. Ich weiß es nicht. Mehr funktioniert auf jeden Fall. Ich gehe doch mal bei E-Feind, da sieht er noch mal ein bisschen, wie das ausgesehen. Also, wir sehen den Feind auch, süß als roter Punkt. Wir sehen ihn recht, wie er ausgesehen hat, wenn wir an der Scanner-Reichweite sind. Ich mache mal Zeit ein bisschen mehr schnell. Gehen wir ein bisschen mehr los. Ich gehe mal ganz, ganz los, also ein bisschen mehr genau gesehen. Die gesehen zum Beispiel das zweite Schiff. Ich gehe kurz Pause. Das zweite Schiff gesagt, so aus. Die gesehen, dass du keine großartige Bedrohung. Also ich gesehen direkt, dass keine großartige Bedrohung. Also wirklich, dass es nicht mit dem Speedeck länger wird. Und das war es schon. Also für Waffen hier. Wobei, wenn ich bei mir gucke, habe ich hier auf Feier. Plus eben 2 der Schnendler mal Mittelkraft, ne? Ja, das müsste schon klappen. Muss man schon mal weiterlaufen. Dazu mal auf Distanz. Auf jeden Fall wird neues entdeckt. Die gesehen, wir kriegen, wenn wir hier besiegen, 12.775 Credits bei. Also, das ist noch nicht komplexes an dem Spiel, ne? Aber ich fand auf jeden Fall eine relativ coole Idee. Ich habe mittlerweile ein bisschen geguckt. Es gibt auf jeden Fall viel so Spieler, die an dem Stil ein bisschen bauen. Und ich werde mir sie definitiv in Zukunft nicht gut gucken, weil ich fand das Spielprinzip so wirklich witzig.
Zumal auf dem reduzierten Modus. So, du gesehen mal, du gesehen mal, du gesehen mal, du geht los. Wie gesagt, wir gehen wirklich minimal getroffen. Wir kriegen aber viel mehr Schuhe, das ist viel mehr interessant, um hinzugucken. Die gesehen, auf jeden Fall definitiv Schuhe kriegt. Ich kann auch nur mal drehen, klicken auf ein Modul so und da fängt mein Waffen ohne ein bisschen mehr zentriert dort drauf zu schießen. Hier ist sein Kontrollzimmer. Durch wenn das bis heute ist, dann fällt sein Schuh auf jeden Fall halb en panne. Dann hast du nicht mehr viel mit Chasen und mit Manövrieren. Ich sehe doch bei mir, ich mach kurz Pause. Die sehe doch bei mir, hier ist es so gewesen, dass keine Energie mehr da ist. Natürlich bin ich da, sind nicht schnell genug gewesen, für heute Energie zu füllen. Und hier sehe doch die gelben Dinger, die dran waren. Ne? Du hast eh weg, du hast noch einen da, du hast gar keinen mehr da. Und hier sehe ich von vier so Streifen, das ist noch ein da und du hast es noch ein da. Tisch, mit der Zeit haben wir definitiv Phase, wo aber Chemie schießt von uns, weil einfach keine Energie mehr da ist. Also. Ah, das ist nicht so dramatisch. Wir schießen auf jeden Fall genug. So. Wir machen da was aber ganz einfach. Wir schießen einfach nur direkt als nächstes den Energiekernfut, die werden die Fut, die erst dann explodiert Schiff und da war er da. Dann haben wir gewonnen. An dem Kampf, lo. Ich muss ein bisschen mich schnell laufen, damit das halt immer ein bisschen dauern kann. Okay. So schön, wie das Popper zerdeppert. Wir können das nur manövrieren unfähig, das ist natürlich schon praktisch für uns, weil so dreht das Schiff sich die ganze Zeit einfach rundherum. Und wir müssen die ganze Zeit Entrüstung rum auf die Seite Futter schießen. Ah, da haben wir das hier. Wir kriegen 12.750 oder was war das? Kriegen wir mal ran. Und nochmal um Geld. Da können wir mal kurz gucken. Ah ja, hier, Reparatur. Kästchen blinkt. Klicken wir drauf, da sehen wir hier zum Beispiel. Wir haben Schuld für 200 E-Credits, worum wir die Schuld los soll sind. Ja, und die Waffe wahrscheinlich auch für. Ja. Reparieren wir mal. Also, wenn ein Schiff an zwei Dealer geflehen oder war wirklich der fischen Deal hier komplett fort wird, was natürlich passieren kann, dann denken die sich, oh ne, ich muss ja nur um ganze Summe bauen. Was für Sisyphus habe ich, ne? Ne, einfach Repair-Button und er baut automatisch das ganze Schiff rum, so wie es Metall war, wie der das gebaut hat. War auf jeden Fall ziemlich gut. Dann gucken wir mal, ob ich so wie kann draufsetzen. Ja, was kriegen wir denn jetzt da hin? Ah ja, wenn es dem innersten. Na warte, ich mach das doch ein bisschen an. Ich verkaufe die Hilo, die groß, und ich setze kleiner da hin. Das soll mir doch ganz recht sein. Ja. Jetzt setze ich kleiner da hin, das. Aber du, das mit den Frösteren du amüsieren ich mich nicht. Mir egal, ob man löst oder nicht, wir können Zeit über mich schnell machen. Also. Das ist im Moment noch nicht so dramatisch. Ich meine, ein Storage-Banker hin. So, da fängt es an, die ganze Energie von innen Schäproper rumzutasteln. An die Gesichter lo. Es fällt sich Schäproper heim. Wie viel sind das? 15 Stück lo. Ja, 15 Stück haben wir da hier. Automatisch, wenn der Tutel da löserlös verschwindet, wenn wir scheißen, dann wollen sie nicht mehr so weit zu laufen. Boah. Das hilft für eine kurze Zeit. Haben wir da noch genug Geld? Ja. Wir könnten eh so wie Laser bauen. Ich überlege gerade. Da ich baue da mal rein, das ist für euch zu weisen. Ja, das gereicht schon mal nur die ganze Zeit nur mal Ohr. Ja, da können wir auch schon rum loslegen, ne? Wir sind fertig, ja, wir sind fertig. Da steht noch richtig in den Crew gefehlen, mal da. So. Gut. Ah, ja, mal gucken, was den zweiten als zu sagen wird. So, ich muss ein bisschen mich schnell laufen. Oh, da sind wir schon viel zu weit. Da. Mein Umrollo Fall, das ist suboptimal, obwohl beim echten Gegner ist das wirklich nicht dramatisch. Mein Umrollo Fall zum Beispiel, dass zwei Gegner bei denen hängen können. Ah, kann man mal gucken. Und ich habe gesagt, nehmen wir das für die nächsten. Also es gehen relativ viele verschiedene Modelle dran. Tank die Befunde auf 100 Stufe auf. Ich weiß nicht, ob einer wann ob einer. Ist das neu? Artikel go, gestern noch nicht. War schon ein Update drauf, du kannst sehen, das hat natürlich funktioniert.
Mit dem Gesicht zum Beispiel die Strahl, also konstante Strahl, den Jeffrey Furaburt, ja. Ich fand natürlich Evil ist gut. Mit den Leuten, die echt schon fragt. Parallel Footy. Ah, ein Kontrollzentrum auch schon Footy. So kann ich gar nicht spielen, man. Du drücke mir einfach weiter beim Strahler ran. Du siehst wirklich, wie gut das geht. Also. Ah, fertig. Ich gebe es weg, weil. Die Explosion ist immer ganz schön hart. Die Gesidrolo. Ich hatte noch drei Energiekernen dran und den anderen hat schon ein bisschen Energie dran und die Gesichter halt in der Seite. Natürlich tatsächlich schon so 15 Energieverbrauch, indem sie hier direkt voll nur gelöten haben. Ich repariere mal kurz, weil du gesehen hast, wenn das ein bisschen futtiger. Ja, wenn ich eine Weise kennt, mit einem Torpedo, das wäre natürlich schön. Ich überlege kurz, wegen Reihefolge ich dir statt noch weisen, weil der Tote muss machen eigentlich, ja, Mann. Ach, wo bauen stehen hin? Ich muss noch wegen Missiles, Mann. Ach, das ist ganz egal, wo ich ihn hinbauen. Geld haben wir leider lokiert. Mir ist jetzt noch einen zweiten Energiekern gemacht. Habe ich noch einen zweiten Energiekern, geht natürlich auch. Dann holen sie natürlich direkt Energie vom Energiekern da raus. So, das habe ich bislang immer so gemacht, wenn ich schon gefangen habe, ein Spiel zu spielen. So. Mal, dann gehen wir mal schnell die letzte Footy machen, da kann ich weisen, wer in der Luft von den auf die anderen Welt könnt. Vielleicht sieht das Minimap aus Yolo Idol, wollen wir den Leute besiegen. Und gucken wir mal. Ah, es sind noch ob E-Fails Geschwindigkeit. Ja, ein bisschen mich schnell. So, da kommen wir auch schon. Ich hoffe, die gesagt, ein bisschen an, da kann ich ein bisschen weisen, was da noch so. Ah, ah, ah. Pause. Dick sieht anders aus. Ah, nur sogar nur mit engen Waffen. Nur zwar 4. Das ist aber nur mit eng. So, lassen wir nochmal eine Fähre schlafen. Da sehen wir auch schon. Ah. Bisschen Mino muss schon sehen. So. Oh, wie ist der Laser gleich aufhängt? Ah, da fängt der Laser an. Absolut keine Chance. Ja. Also wenn das mein Chef wäre, da wäre ich schon wirklich deprimiert, weil da weiß ich, dass es drüber ist. Wenn man alles zugucken, ne? Das ist ein Witz, ne? Wir haben überhaupt keine Schuhe gekriegt, außer um die Rüstungsplakai auf der Seite. Oh, das war er doch schon. Gesagt, dass die Energie von uns aber wirklich schnell rauf geht, der Tisch. Wollen wir in Zukunft viele weiterkämpfen auf den nächsten. Oh, wie hart das ist. Ich hoffe, viel an dem Ding kriegst du drauf gemixt alles. So. Ja. Gut, dann haben wir das heute gepackt auf der Welt. Ja, ein bisschen wäsch, weil das gedröselt ist auch immer so. So. Also, hier generiert zu der Dalo ein Ikon. Und du siehst da genau. Oh, es geht nach einer Sonnensystem auf Planeten. Das Einzige, was du bedenken musst, dass wenn der Hilo rausgeht, für ein bisschen, ob da an einer Welt zu reisen, dass der Markeia tut. Amateur, genau. Wir waren auf einer Welt, die war Amateur. Wir können auf einer Welt, die Amateur war, dann nochmal plus und mal die nämlich stärkt durchgehen, aber wirklich ein bisschen witzlos war. Oder wir können aber auch auf die Welt heute, das ist zum Beispiel ein Professional. Die Schluss sind da wirklich ein bisschen mich stark. Wenn du zum Beispiel hier gucken, Vanguard, dann hat wahrscheinlich überhaupt keinen Spaß. Elite, dann wird man grundlos dem Gegner mal okay schuld, weil da fangen so Schulter zu holen an, etc. etc. Die sieht auch hier ein Unzeich für, Jump, die hat halt operiert zu der Faster than Light oder wie geht das genau ausgesprochen? Fuel, das heißt, hier können bei Algeisha, den der besiegt kriegt am Anfang, der ist Fuel da und da können am Anfang halt durch die Welt reisen. Ja, wie gesagt, fehlt noch ein bisschen und im Endgame um Spiel, aber das können die so am Anfang ziemlich gut amüsieren. Entschuldigung, mal Express ein die nächste Stufe.
Ist der doch Strich, ist er doch neu. Ah. Engage! Tja. Als ich gemacht habe, sind natürlich nur Energie, mich rausholen für Hai an den Jump Dive zu füllen. Aber die bis vor war, kurz meine Engage-Strecke für den River zu gehen. So, ich gucke nachher kurz die Minimap hier. Was seht ihr, dass die hier, ob da System fair finden? Wo soll ich da wirklich direkt rauchen? Das kann vielleicht auch Base enden. Ich weiß nicht genau, was die nächste Stufe schon mehr war für Schiffe. Ich gucke nachher ganz kurz. So, Missiles kann ich leider noch keinen bauen. Dafür fehlt halt einfach Geld. Ich könnte normal Dinger bauen, das ist aber auch nicht so prickelnd. Da, ich könnte einen zweiten Reaktor bauen. Ja. Du könntest halt nämlich direkt aus einer neuen Suchsquelle hier gemütlich die Energie rausholen. Ich hoffe, das geht auch noch ein bisschen ab, weil wir mit dem dicken Laser hier, das frisst wirklich viel. Was seht ihr, ist Dünnzeug. Ich war ein bisschen überall ziemlich gut belohnt gerade. Jetzt wollte ich auch mal testen. Hey. Ob wir noch Geld haben, dann haben wir zwei Dicker hier dran. Gucken, ob da wirklich großen Unterschied ist oder nicht. So. Oh, 3, 2, 1, ich meine, wir haben alles symmetrisch. Oh, nee, hat er nicht gemacht. So, zurück. Und Fenster zu. Du hast nicht schon gegangen, aber die können am Bau, am Baumenü auch erstellen. Das ist alles symmetrisch gesagt, wenn du dich von dir links im Block setzt. Das ist alles gespiegelt geht direkt. Für die Symmetrie-Fetischisten. Wie ich auch immer sehen, es springt nicht fertig, selbst Asymmetrisches zu bauen halt bei dem Spiel. Du schon Geschoss. So, ich gehe kurz Pause, guck mal, was da mal lohnt. Also hier wird man eigentlich das ein Standard kennen. Ah, ich kann nicht mehr bauen. Standard kennen, ist doch die Klang. Kann die Lusche schießen. Die sieht Standard kennen, die hat Lusche Geschoss. Ja? Natürlich, die Projektiler, die werden das aber nicht treffen, holen schon. Nee. Aber wir fangen immer am Laser zu schießen, das ist schon mal viel wert. Mal gucken, was die Geige da mal tun. Was ganz komisches. Wir brüdern einfach durch. Hey. Das sieht im Moment ziemlich gut aus. Was wir baut so etwas? Der ist ja kein Vierterseite oder kein Rückseite. Das ist einfach ein bisschen die Verrolle. Wie gesagt, noch der Ducket ein Easy Win. Viel Geld Creme auf. Ball 15.000. Ja, gut, keine Chance, gut, keine Chance. Ja, Solo mal so ein Energiekehr angreifen, das tut noch sowieso noch witzlos. Also, das Schiff sieht definitiv mehr sexy als wir hier. Gib es doch mal ab. Und da war der Gegner. Ich gehe mal nach bei ihnen. Ich hoffe, die gesagt, du bist ein anderer als für den du. Und du bist mir auf der Küste. Da muss schnell 4 laufen. Ein halber Kilometer war. Oh, das ist aber schnell, gell? Ja, gesagt, der andere ist. Da geht noch ein bisschen rauszoomen. Das ist schon ein bisschen wie ein anständiges Schiff. Auch ein bisschen mit Überlegung, weil die Hotel zum Beispiel den Laser, den dauernd konstant chased, ne? Wurden dann halt Power Storage Hütten halt verdeelt, das ist zum Beispiel gar nicht so dumm. Hat ich einen dritten Wert in der Umstände dauerhaft dabei schießen. Und in der Teil 4 so eine Art Schleuse gemacht. Natürlich, sobald wir schießen mit Kanonen, alles was nicht so ganz riecht, flieht, ne, wird das wahrscheinlich halt wie das Mauer knallen, ihr seinen wirklichen Iron Beam Emitter ausschießt. Der auf jeden Fall hat noch eine Konstruktion, die bei weitem schon medio stört, das für die Blödsinn hier drin. Wir gucken uns das mal an. Wer der Toten da am Ende wird. Also, wir haben definitiv mehr Firepower. Ich gehe stark unholen, dass wir das halt noch packen. Oh, und ich vergesse zu reparieren. So, das ist natürlich gut hindrehen, bloß mal einfach ohne Grund. Oh, den E-Laser hat den anderen wieder ausgesehen.
Ich guck kurz, der Kabar ist, was hin, das ist viel Schürt, nicht? Eieieiei. An. Ah, tipptopp. Tja, Eisenhaus aber noch da. Eisenhaus hat gut geschossen, Eisenhaus noch da. Mir ist keine Energie mehr. Aber das lässt sich ja auch noch. Und du hast energieren. Ja, du trifft den mit voller Power einer Hand. Was soll das? Das bringt dich auch nicht mehr. Ich muss es nur probieren, hier durch die Armor durchzukommen. Wir könnten oder drum rumfahren oder was auch immer. Ne? So klar. Also ich lasse, ich zoome ein bisschen weg, ich lasse ein bisschen mich schnell laufen, da tut man so, du schießt ja nicht mehr, weiß. Muss man sich einfach dauerhaft auf den Gegner schießen. Was ist noch immer nicht fertig? Frego kann. Ah, du hast ein Kontrollzentrum. Okay. Ja, mal fertig! Ja, wenn die Stadt hier schon drin dreht, muss er denken. Oh. Bei den Grenzen des Schiffes geht das ja nachher. Wir haben nur, wenn das Schiff anfängt, gigantisch zu gehen. Ich kann ja nur ein bisschen weisen, was ich mit gigantisch meine. Ne? Die Hotel zum Beispiel das sind die Anfangsschiffe, die da vom Spiel so kriegt. Ne? Bist du ganz im Gang? Ja, doch. Schau mal. Warte mal. Doch, den Dorf hatte ich immer. Ne? Das ist von der Version 4 drin, stimmt, von Roger Mangana. Egal. Es wird die Gesichtai. Was wird für gereicht? Oh, freck. Wenn die Gesichtai Build-In-Ships, das sind zum Beispiel Schiffe, die am Spiel dran sind. Ja, das seht ihr relativ schlecht mit dem größten Verhältnis. Wir waren da halt zum Beispiel geguckt, da so ein Schiff mit 1,6, also 1,7 Millionen der Credits, do, da kann ich ein bisschen feststellen, wie groß das ist. Also, eng so eng seid, aus am Anfang. Ah, nee, da habe ich schon ein paar hier gesagt. Der Fischendeel ist so groß wie ein Schiff. Das ist der Fischendeel von dem Schiff. Da kann ich wirklich gigantische Sachen machen, die auch super gut funktionieren. Oder eben auch gar nicht gut funktionieren. Halt zum Beispiel, das etwas, das hat vier Nimmen der dick Projektilwaffen. Das du musst die ganze Zeit ein Armor haben drin sehen, wobei aufpassen muss, ne, Armor explodiert. Armor Lager oder ein Armor Factory. Von dem bis Footy geht, dann explodiert es umso mehr groß. Das Chase Lasher an, er hat eh ein Schiff da mal da. Muss er probieren, die Produktion immer so anzudehnen, dass er nicht so viel viel als Rüstung dient. Dann haben sie halt zum Beispiel noch zwei, das ist ein bisschen klein, ich kann nicht so weisen. Eins habe ich noch Schildgeneratoren so angebaut, dass am Anfang die Reihe 4 geschützt ist vom Schildgenerator. Nach ein Reihe haben drin. Was relativ dann praktisch ist. Auch lauter verschiedene Schiffe immer. Ein bisschen Star Trek. Hat dort ne doch Star Trek, ne? Schaut mir schon nicht, dass sie nicht so bewandert dort dran. Auf jeden Fall ein relativ cooles Spiel. Ich werde definitiv da noch weiter drauf halten, weil selbst von der Strategie meint es witzig. Und ich muss so, kann ich noch Fleets machen. Anscheinend. Schon noch nicht so richtig schick gut mehr. Ich kann ihn auf jeden Fall Pusche verkaufen und ein Pusche vor der Steuern natürlich. Da kann ich nicht immer ein bisschen Zeit vertreiben. Was ist da ein X dran? Okay. Ah, das ist Painting. Paintings könnt ihr auch machen. Das kann ich ganz kurz weisen. Wenn man da guckt, Farbpaletten, super easy. Die geht einfach auf Farb, do. Und dann wird halt ganz schön übermalt. Und da könnt ihr auch meinen Schei Symbole drauf malen. Hey. Das funktioniert alles schon tipptopp. GG. So, wenn da gebe ich schon das wahre Lob von meiner Seite aus für Kussmotier. Schreibe ich den Link auf jeden Fall in den Rahmen. Vom Spiel selber, dass er den Download direkt fand. Ich hoffe, das Spiel bleibt auf jeden Fall in einer Zeit so gratis, weil das ist ja schon blöd, wenn die nächsten die Video gesagt haben, Spiel werde ich dann kostenpflichtig sehen oder so. Aber das wird schon klappen. So, ich wünsche dir Jobs. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal für We Live Games.